Man mit so einem Euro einen gesamten Tag essen. Beim Einkaufen musste ich sehr strategisch vorgehen, weil ich eben wirklich nur 1 Euro ausgeben wollte und nicht irgendwie Anteile ausrechnen. 100 Gramm Haferflocken für 17 Cent. Danach noch ab in den Discounter, wo wir eine Karotte gekauft haben. Damit hatte ich mein Mittagessen. Fürs Frühstück habe ich mir noch eine Banane für 15 Cent geholt, damit ich nicht nur pure Haferflocken essen muss. Wir wollen nicht schon wieder einfach nur Brot mit irgendwas essen. Deshalb machen wir eine Brot-Zwiebelsuppe und haben somit das letzte unserer 3 Gerichte gefunden. Die Gerichte waren schnell zubereitet. Eine reife Banane wäre schon gut gewesen, Alter. Sagen, das ist eine stolze Portion geworden. Top. Wirklich top. Echt? Also die Olive macht viel, oder? Die Olive macht sehr viel. Das ist so, was so die Ultra-Hardcore-Fleischesser sich vorstellen, was Veganer essen jeden Tag. Fazit? Ich hatte Abwechslung drin. Ich habe Sachen gegessen, die lecker waren. Aber so wie ich jetzt eingekauft habe, würde das wahrscheinlich nach ein paar Tagen so ein bisschen an die Substanz gehen, weil es ein bisschen zu wenig ist.